Hallo meine lieben Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess mit mir, der Lena. Das letzte Mal sind wir hier im Feuertempel stehen geblieben, vor der Bosstür. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Wahrscheinlich ein sehr schwerer Bossgegner, den man mithilfe seiner Pfeile, seines Bogens, töten muss. Grogo, der Schreckliche, wartet dort hinter dieser Tür. Ich möchte da gar nicht rein. Und ich möchte aber erstmal speichern, glaube ich. Weil das wäre dann doch ein bisschen nervig, wenn jetzt wir sterben und wieder ganz von vorne anfangen müssen. Wenn das ein Haufen Gron schon nicht schafft, den zu besiegen, wie soll ich das denn dann schaffen? Ich weiß, ich bin ein Badass, aber ich bin auch nicht unsterblich, ne? Ach du meine Fresse. Er hat Saurons Auge auf dem Kopf. Beste Flammatron. Aua, ich will ihn doch nur angesehen. Sagt mir wieder irgendwas Unwichtiges. Schau mal, das strahlende Ding da auf der Stirn von diesem Typen. Ich spüre, dass von dort eine starke magische Energie ausgeht. Ja, dass das ein Schwachpunkt ist, habe ich mir schon fast gedacht. Soll er mal erstmal alle Säulen kaputt machen? Vielleicht bringt das ja was. Das war ja schon mal irgendwie so bei Zelda. Oh ja. Was soll ich jetzt machen? Ich traue mich gar nicht so nah bei dem. Oh oh. Ich muss doch erstmal sein Muster erkennen. Na greif doch! Was tue ich hier? Okay. Aha, okay, okay. Aha, okay. Ist schon ein bisschen durchsichtiger geworden. Aha, ich muss mich ein bisschen konzentrieren gerade. Aber es geht. Das ist, wenn man es einmal weiß.
Schütze ich mal noch einmal. Voll der Super Saiyajin, ne? Nein! Nein! Mama! Aua! Ich sehe nichts. Schwein! Jetzt fällt er nur noch Füße. Ich bin von Möbel. Ha! Gut gemacht. Jetzt hast du schon 2 Schattenkristalle. Ja, ja, schon gut. Zur Belohnung werde ich dir etwas Spannendes erzählen. Zanto. So heißt derjenige, der die Schatten über diese Welt gebracht hat. Man nennt ihn auch den König des Schattenreichs. Er ist sehr stark. Du bist ein Nichts gegen ihn. Aber ich werde Zanto niemals als unseren König anerkennen. Und auch nicht, dass die Welt des Lichts von dieser verwöhnten Prinzessin und ihren Verbündeten regiert wird. Nicht, dass ich ihr etwas Böses wollte. Ich will nur die Schattenkristalle. Alles andere interessiert mich nicht. Also gut, es fehlt noch einer. Den findest du doch auch, oder? Grogor? Herzcontainer! Die Zahl deiner Herzen steigt um 1. Jawohl. Noch ein schicker Herzcontainer. Ich möchte jetzt mal mich um Grogor kümmern. Alles klar bei dir? Oh Gott, wie siehst du denn aus? Was? Wo bin ich? Oh, mein Kopf brummt. Hallo? Mein Kopf tut so weh. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Ja, lass ich den jetzt hier einfach drin oder was? Okay, tschüss. Willst du wirklich weg von hier? Bist du sicher, dass du nichts vergessen hast? Außer Grogor hier drin? Ich möchte mal gucken. Ich kann ja gar nicht auf die Karte gucken, ne? Aber ich glaube, ich habe hier nichts vergessen. Außer Rubine. Tschüss, Grogor. Der Kampf war echt cool. Ich bin ja gar nicht gestorben. Was? Ich bin nicht gestorben? Was? Auserwählter Beres. Das Land im Norden, jenseits der großen Steinbrücke, wird vom Lichtgeist Ranelle behütet. Dort wirst du die finden, die du suchst.
ist mit Ilja? Du musst Ilja retten. Bestimmt haben die Bösen sie irgendwohin verschleppt. Ich habe diesen Albtraum doch nur ausgehalten, weil ich immer Ilja und dich vor Augen hatte, Berdis. Und jetzt bin ich wieder in Sicherheit. Du erinnerst dich doch noch, was ich dir damals in Ordon gesagt habe, oder? Ich möchte einmal so wie du werden, Berdis. Mach dir um mich keine Sorgen mehr. Jetzt musst du Ilja retten. Sei beruhigt, ich werde auf diese Kinder Acht geben. Du aber solltest zu denen gehen, die dich jetzt mehr brauchen als wir. Dein Anblick erinnert mich an den Helden aus alten Zeiten, von dem die Legenden Hyrules berichten. Möge der Segen der Göttinnen von Hyrule dich begleiten. Ja, okay. Verzeihung. Jo, ne? Haben wir das auch mal geschafft? Das war schon cool. Ebona. Aber ich möchte erstmal mich noch hier im Dorf umgucken. Hier scheinen nämlich die Goronen wieder zurück zu sein. Dieses Dorf hat in kurzer Zeit viel durchgemacht, aber jetzt kehrt langsam das Lachen auf die Gesichter der Bewohner zurück. Auch Taro geht es endlich wieder besser. Er war ja wegen der Sache mit Colin sehr niedergeschlagen. Ich wollte ihm helfen, aber er ist ganz allein zu diesem Wachposten gegangen. Geh doch mal zu ihm, er ist meist auf seinem Wachposten hoch oben über den Dächern von Burns. Okay. Ich guck mich noch mal ein bisschen hier um, ob es hier noch was Neues gibt, ob wir hier noch was kaufen können, etc. Bevor ich mich dann mal aufmache. Hier war, glaube ich, immer noch genau das Gleiche. Denn dann müssen wir wahrscheinlich wieder in Wolfsgestalt da rumjiggeln. Vielleicht bekomme ich ja hier noch ein Herzteil oder sowas. Man weiß ja nie. Auch wenn wir Bomben etwas lieber wären. Vielleicht hat ja der kleine Knupsi hier. Maro, Taro, ich weiß nicht, wer von beiden. Hier noch irgendwie was. Ich glaube Maro. Maro-Markt. Ey, na was? Geht. Hey, Badass! Kaufst du was? Nope. Zeit ist Geld, also verschwende nicht meine Zeit, wenn du nichts kaufen willst. Der ist so frech, der Kleine. Den gehört mal wieder den Hintern versohlt. Ist ja immer noch das meiste zu. Vielleicht ist der Postbote jetzt hier endlich mal fertig mit seinem Brief. Er wollte den ja vorm Feuer trocknen lassen, weil der Brief ihm in die heiße Quelle zufällig reingefallen ist. Natürlich. Nee, da ist immer noch hier. Oh nein. Okay. Nichts Neues in Kakariko. Ach Gott, die versorgen den ja immer noch. What the fuck? Na komm, Colin. Ist dein Brei. Aber davor solltest du das hier trinken. Das ist eine Spezialmischung aus dem Wasser der Quelle und der Lichtgeister und der heißen Quelle.
Oh, what the fuck? Der Bitches-Killer hier. Der tut mir schon fast ein bisschen leid. Obwohl, er hat ja zwei Mädchen auf einmal abgeschleppt. Wie soll er dann dort einen leid tun, hm? Ist schon ein bisschen witzig. Der arme Colin. Vielleicht hat er es auch einfach nicht anders verdient. Mal gucken, was die Goron so zu quatschen haben. Oh, meine Augen jucken. Sorry. Schuing, schuing. Hallo. Vielen Dank, dass du unserem Oberhaupt, dass du unser Oberhaupt und die kostbare Mine gerettet hast. Wir haben den Menschen in diesem Dorf viel Ärger gemacht. Da müssen wir jetzt besonders nett sein. Wenn du auf meinen Rücken steigst, schleudere ich dich hoch bis zur heißen Quelle am Hotel. Oh, das ist so ein Luxus. Also dann, steig auf meinen Rücken. Na, hat nicht geklappt. Was bist du eigentlich für einer? Okay, jetzt hat's geklappt. Was für ein Luxus. Goronentransfer. Vielen Dank. Ist aber nicht hoch bis zu den heißen Quellen. Ich muss hier selber viel laufen. Ey, was macht ihr denn hier? Oh, das ist ja ein kleiner Gorone. Oh, der ist ja total niedlich. Puh, so ein heißes Bad vor dem Schlafengehen ist wirklich das Beste, was es gibt. Verkaufe abends meine Sachen gegenüber vom Bombenladen. Schau doch mal vorbei. Seit du unserem Oberhaupt geholfen hast, können wir auch wieder in dieses Dorf kommen. Mein Sohn und ich haben ein paar Sachen mitgebracht. Wir dachten, nach den Monsterattacken könnten die Dörfler sie sicher gebrauchen. Am Abend öffnet mein Sohn unten den Verkaufsstand. Du solltest ruhig mal auch vorbeischauen. Okay. Oh oh. Autsch. Endlich kann man wieder in die Mine. Ich habe da gleich für Burns ein paar Rohstoffe zur Bombenherstellung mitgebracht. Er bietet sie schon wohl zum Verkauf an. Du solltest die Sprengkraft von Burns Bomben unbedingt mal kennenlernen. Also. Nein, ich will noch nicht hoch. Ich möchte erstmal gucken, ob ich mir die Bomben überhaupt leisten kann oder sie tragen kann. Weil da braucht man ja meistens eine Bombentasche für. Und kann. Burns Bombo drum. Ei. Oh, hallo. Na, wie wär's? Ich habe alles einigermaßen beisammen. Der Laden läuft also wieder. Obwohl, im Moment habe ich nur eine Sorte. Wenn nur das Lager nichts abbekommen hätte, wird bald. Kann ich mir die kaufen? Nein! Ja. Kaufen. Spaß mit meinen exquisiten Bomben. Und ich habe sie wirklich alle selbst gemacht. Noch was. Wenn du die Bomben in Kombi mit Pfeilen verwendest, kannst du mit Bombenpfeilen weit entfernte Ziele erreichen. Ich schicke dir demnächst mal einen Brief. Da findest du alles genau beschrieben. Kannst du alles nachlesen, wenn du willst. Yay! Eine Bombentasche voller Bomben. Bomben! Mit Bomben lässt sich alles lösen. Ist die Tasche leer, kannst du sie mit verschiedenen Bomben füllen. Deren Anzahl hängt von der Bombenart ab. Yay! Ich habe rund um die Uhr geöffnet. Komm wieder, wann immer du willst. So geil. Cool. Ich habe Bomben, Kinder. Ich habe Bomben. Das wird spaßig. Bomben, Bomben. Wir bomben alles weg. Bombe, Bombe, Bombe. Hui, hui. Jetzt möchte ich bitte gerne da hoch. Ja.
Na. Hui. Da komme ich dann auch zu Taro. Meine ich, wäre es gewesen. Taro, Kindchen, was ist los mit dir? Ich komme, um dich zu holen. Du kannst nicht entfliehen. Lalala. Ist noch ein Gorone. Der guckt sich die Mädchen an. Also. Hallo. Hallo. Man sagt, dieses Dorf wurde auch von Monstern überfallen. Die Leute hier haben wohl auch einiges mitgemacht. Wir waren so mit unseren eigenen Problemen beschäftigt, dass wir auch gar nicht helfen konnten. Tut uns wirklich leid. Na gut, ich werde gemeinsam mit dem Zwerg da oben Wache halten, um den Frieden in Kakariko und dem Feuerberg zu bewahren. Willst du dich oben mal umschauen? Tolle Landschaft da. Steig einfach auf meinen Rücken. Also gut, steig auf meinen Rücken. Der Rücken-Express ist dort. Hallo! Adieu. Dann wollen wir mal den kleinen Taro besuchen gehen. Taro. Da ist er ja. Darf ich die mal schubsen? Belles! Ich halte die Wache für uns alle. Wenn uns wieder irgendwelche Monster angreifen, schlage ich laut Alarm. Ach, wenn ich noch nur einen Bogen hätte, dann könntest du die von hier aus selbst erledigen. Das ist es, Belles! Kannst du mir nicht beibringen, wie man sowas macht? Es würde schon reichen, wenn du es mir nur zeigst, wie du siehst. Bitte. Na gut. Ja, super. Da vor dem Brunnen steht Maro. Geh ein bisschen zu ihm und zeig es mir von dort aus, ja? Da bist du ja. Sag mal, kannst du wirklich mit Pfeil und Bogen umgehen? In Ordnern habe ich dich noch nie mit Bogen gesehen. Na egal. Versuch erstmal, das da zu treffen. Ich gebe dir ein paar Pfeile, aber nur diesmal. Ganz große Ausnahme. Na? Ja, gut treffen, oder? Na schön, das war natürlich viel zu einfach. Wie wär's damit? Kein Ding, mein kleiner Freund. Na. Oh, fuck. Hey! Hier oben! Ein letztes Versuch, das hier zu treffen. Du hast deine Pfeile aufgebraucht. Kein Wunder, wenn du ständig daneben schießt. Wenn du nicht noch mehr Pfeile sinnlos verschwenden willst, probier doch mal das Fernrohr, das es bei mir im Laden gibt. Wenn du Pfeile brauchst, verkaufe ich dir welche. Mit Lieferzuschlag kosten 10 Stück 15 Rubine. Bitte schön für dich. Die ziehen mich ja ab. Na, dann wollen wir mal, ne? Ne, ich brauche ein Fernrohr. Aufhören, ich brauche das Fernrohr. Warum hat er es nicht gerade schon verkauft? Die ziehen mir echt die Rubine aus der Tasche. Das ist so unglaublich ätzend. So. Falkenauge. Oh, cool. Okay. Thanks. So, wo ist denn das Falkenauge? Da ist es. Oh Gott. So. Jetzt muss ich wieder nach ganz oben. Ah. Taro, komm doch einfach runter. Das möchte ich aber auch noch machen in dieser Folge. Mal gucken.
so, okay. Na gut. Dann wollen wir mal. Autsch. Jetzt muss ich wieder den ganzen Weg nach oben laufen, ist das ätzend. Dum-di-dum. Und was macht ihr sonst so? Komm du auch nochmal. Ja. Taro, ich möchte Bogen schießen. Gib mir ein Herzteil dafür. Bin voll der Sniper. Super! Ja, ich schieße. Manu, schon wieder da? Also, das ist das letzte Ziel. Versuche es zu treffen. Quatsch. Kann ich schnell zeigen? So. Jawohl. Yay! Wahnsinn! Getroffen! Du hast getroffen! Danke, Beides! Na nun, wenn du dir Mühe gibst, bist du ja richtig gut. Seit wann bist du denn so ein Großkotz geworden, mein Kleiner? Du bist gar nicht mehr so süß wie damals. Ein Zand. Anscheinend hast du schon ein paar Kämpfe erlebt. Nimm das hier. Juhu! Ein Herzteil. Hat sich doch mal gelohnt, ne? Yeah. Ich möchte trotzdem noch ein bisschen gucken. Vielleicht gibt es hier doch noch was. Ich würde auch gerne auf den Grunberg mal gucken, wie es dem überhaupt geht, aber der Weg ist so lang. Obwohl, kann ich mich eigentlich warten? Das wäre cool. Warum geht das nicht? Warum kann ich mich nicht warten? Ist doch dann scheiße. Blöd. Das ist so blöd. Ach so, da war ich ja schon drin. Naja, egal, was soll's. Ups. Nein, danke. Dann... Wo soll ich nochmal hin eigentlich? Ich glaube... Hier, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich denke schon. Ich habe vergessen, wo ich hin soll. Aber das wird mir Mitna bestimmt noch sagen. Aber das sieht voll verdächtig aus. Ha! Ein Huhn? Hühner! Oh oh. Die werden mich gleich wieder töten, ich weiß es jetzt schon. Muss man gleich vorher speichern. Aber hier ist ein Geheimgang.
Oho. Ich sehe da was. Ich habe es genau gesehen. Jetzt bräuchte ich nur meine Stiefel. Danke. Ob ich das überhaupt überlebe, das scheint sehr, sehr tief zu sein. Ach, schon. Werde ich schon überleben. Noch ein Herzteil. Ich muss mal kurz eben wieder hoch. Ja. Oh. Knapp. Knappe Kiste. Da sind zwei Felsen. Oh Gott. Boah, das war knapp. Keine Ahnung, wofür das ist. Hätte ich nicht auch einfach hier so reinlaufen können? Ich glaube, dann könnte ich hier nicht so einfach hoch, oder? Na egal. Wenigstens habe ich ein Herzteil. Ich habe schon zwei bekommen hier. Das ist voll gut. Ja, aber dann würde ich auch mal sagen, wäre es das für diese Folge erstmal gewesen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gut gefallen. Und ich würde mich natürlich auch immer freuen, wenn ihr auf den nächsten Part schauen würdet. Ich glaube, ich werde trotzdem gleich erstmal noch zum Berg der Goronen gehen. Ich muss mal noch schauen. Ansonsten wünsche ich euch noch was. Ich hoffe, ihr werdet auch das nächste Mal wieder dabei sein. Und ansonsten viele liebe Grüße, eure Lenchen 93. Tschüss. Thank you.